Kevin, ich habe eine etwas schwächere erste Halbzeit von euch gesehen, dafür eine umso stärkere zweite Halbzeit, bei der der Gegner meiner Meinung nach glücklich sein konnte, dass er noch einen Punkt behalten konnte. Die erste Halbzeit, wir standen eigentlich ziemlich kompakt, haben nicht viele Chancen zugelassen, waren ab und an ein bisschen zu passiv, sodass sie doch die Weingärtner sich ein bisschen nach vorne spielen konnten. Ja, das Tor war natürlich ein bisschen unglücklich kurz vor der Halbzeit, aber zweite Halbzeit haben wir nochmal alle Kräfte mobilisiert und wollte unbedingt noch was mitnehmen. Und ich denke, wir haben es dann stark gemacht und haben dann auch verdient noch den Punkt geholt, beziehungsweise mit etwas mehr Glück wäre auch noch mehr drin gewesen. Was habt ihr verändern müssen, strategisch, taktisch, um in der zweiten Halbzeit besser zu sein? Taktisch haben wir eigentlich gar nichts umgestellt. Weingarten ist ein bisschen tiefer gestanden, haben uns ein bisschen mehr Räume gelassen. Dadurch konnten wir unser Spiel deutlich besser aufziehen. Und ja, ich denke mal, sie waren auch ein bisschen platt gegen Ende, wir auch. Aber wir waren, denke mal, psychologisch ein bisschen, waren wir im Vorteil, da wir noch den Ausgleich gemacht haben. Und ja, dann haben wir nochmal alle Kräfte mobilisiert, gedrückt. Und ja, aber taktisch mussten wir eigentlich nichts umstellen, nur gegen Ende dann noch offensivere Sechser gebracht, um noch mehr Druck zu machen, aber sonst eigentlich nichts umgestellt. Wie sehr steckt euch die gescheiterte Relegation noch in den Knochen und wie sehr wirkt das noch nach? Ja, es war natürlich sehr bitter, dann auch im Elfmeterschießen auszuscheiden. Die Chance war da, jetzt Landesliga zu spielen und wir haben es leider nicht genutzt. Ja, wir haben es jetzt aber, denke ich, abgehakt und wollen jetzt wieder erfolgreich die Runde gestalten und gucke, dass wir an den Erfolg von letzter Runde anknüpfen können. Der Erfolg von letzter Runde, du sprichst ihn an, ihr wollt daran anknüpfen. Ist das Ziel eurer Mannschaft diese Saison, der Aufstieg? Wir wollen auf jeden Fall ganz oben wieder mitspielen. Ich denke, es sind 4, 5 Mannschaften, die sich um die Relegation, um den Aufstieg streiten werden. Ich denke mal, Weingarten gehört dazu, Knielingen, wir, Wettersbach. Und vielleicht wird noch eine Überraschungsmannschaft wieder oben mitspielen. Und ja, das Ziel muss aber natürlich sein, mindestens wieder die Relegation zu erreichen, wenn nicht sogar der direkte Aufstieg. Jetzt war aber der Start etwas holprig. Wie erklärst du das? Ja, wir hatten natürlich in der Vorbereitung mit vielen Urlaubern zu kämpfen. Da waren die Leute nicht fit, Verletzungen. Jetzt auch noch auf der 6 und Innenverteidiger fehlen uns dann schon tragende Rolle, die jetzt im Urlaub sind. Dann noch eine Gelb-Rot-Sperre heute. Und die Vorbereitung ist schon halt personell nicht so optimal gelaufen. Dann noch natürlich das sehr schwierige Anfangsprogramm mit Malsch, Wettersbach, Weingarten. Ich glaube, in 2 Wochen kommt dann Knielingen und ja, da muss man jetzt gucken, dass man die Punkte holt und wenn dann die etwas oder die vermeintlich schwächeren Gegner kommen, dann die Punkte sammelt und nach oben, weiter nach oben kommt.